Und wenn ich zwei Kinder habe und die mit 14 auf der Straße andere niederstechen, dann gehört mein Gesicht ins Fernsehen und es gehört gesagt, das ist der Sohn dieses Vaters. Aber wenn da nur noch der Nachname nicht gesagt wird und nur noch der Siegfried S. genannt wird und die Eltern überhaupt nicht tangiert werden und die Verantwortung gar nicht mehr von den Eltern verlangt werden, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn das durch die ganzen Reihen gehen. Schuldig ist im Prinzip der Staat, für alles ist er schuldig und die Verantwortung des Einzelnen nicht mehr.